Ja, und das Sofa, wo er nie einen Platz drauf kriegt. Genau. Richtig. Tanja hat auch Hat so ein er Sofa. schon lange nicht mehr benutzen können, weil das eben mit dem ersten Mal, wo sich die Frau drauf platziert hat, kam auch Wolle dazu. Und seither hat er eben da keine Chance. Aber er schreibt es sehr, sehr lustig und ja, finde ich eine tolle Bereicherung. Freue ich mich auch, dass er mich angeschrieben hat, ob er das dann mal reinsitzen darf. Also, wer es liest, schreibt Kommentare drunter. Da freut er sich mit. Das ist des Künstlers Applaus. Und teilt auch, er schreibt ja auch, man darf das teilen, teils fleißig in andere Gruppen, damit die Geschichte, da erkennt sich ja jeder wieder, ne? Man weiß ja genau, um was es geht. Da kann er dann Ja. mal ein Buch draus machen, du, aus Ja. sowas. Schreibt ja Bücher. Das ist ja Ja. seine Werbung. Ja. Mein Also Mann, ich der hat sich wäre auch jetzt gerade auch. köstlich amüsiert. Bei uns. Ja. Weil Das er kann weiß, von was der Mann schreibt, wenn die ja. Antwort 13 ist. Ja. Ja. Alle hier lachen, weil sie genau wissen, was Ja. gemeint ist. Und die Nicht-Insider wundern sich, ne? Auf der anderen Seite ist der Mann irgendwie, also wenn ich 20 sage, weiß mein Mann, dass er mich nicht zu stören hat. Sieht's aus. Ja, er schreibt ja, dass es ihm eigentlich hätte dann bei ihm klingeln müssen im Kopf, aber er hat ja dann noch mal nachgefragt. Manchmal ist man Gefährlich. halt auch als Angehöriger in Gedanken und reagiert nicht sofort. So. Dominik, hast du meine Nachricht gelesen? Hat mich jetzt jemand erwähnt? Ja, die Claudia ist da. Ja, die Claudia Ja, ist stimmt. da. Welcher Claudia hat dir eine würde. Nachricht geschrieben? Ah, hier? Im Chat? Ja. Ach Ja. so. Warte mal. Ach, sag bloß, du kannst Ach jetzt so, guck mal. gucken. Oh ja, okay. Vielleicht kannst du Gucke dich ja mal, doch jetzt mal dann diesen Chat überwinden, lesen, mitzukommen. die Dominik. Aha. Oh, Ja. wahrscheinlich Ich habe ja Stunden genommen. gesagt, ihr sollt einen Spendenaufruf für mich machen, dann kann ich kommen. So geht das nicht. Ja, keiner Spendenaufruf gemacht. Für Bad Lippspringe. Genau. Okay. Ich habe das ganze Geld, gebe ich in Wolle aus, da habe ich nichts mehr zur Verfügung für Reisen. Ja, der tut mir sehr Du musst leid, schon die Wolle Veronika. wieder verkaufen. Aber du hast doch schon beim Ach, Paket gespart. Dominik. Er Was? tut mir sehr leid, Dominik, aber ich habe mein ganzes Geld in Mitbringsel ausgegeben. Ja, Ich bin raus. ja, aber ich gehe halt schon dieses Jahr auf Schiff, also von dem her. Und ja, man hat ja auch noch andere Unternehmen, sage ich jetzt mit dem Mann, der muss ja auch mal irgendwo hin, der darf auch mal drauf. Ach, Der muss auch mal ausgeführt werden. kannst du auch die Laufleine was länger lassen, Ja. Sonne? Nee. Eins nach dem anderen. Das gibt es ja irgendwann wieder mal, also von dem her. Er darf ja mit aufs Schiff, dein Mann. Ja, eben, er muss ja auch Freilauf haben mal, ne? Ist der Die Sascha jetzt Gelände. da? Na, der René ist da. Der René Ja, ist da. das weiß ich. René will ich aber nicht. Ich will Sascha haben. Oh, du bist ja jetzt aber auch gemein. Nein, weil ich habe eine Frage an ihn, Sascha. Der Sascha wird heute nicht kommen, denke Ja, denn ich. nicht. Okay, dann frage ich das nächste Mal. Bist du in Fragen wegen der selbst gefärbten Wolle? Nein, da habe ich ja keine Chance. Aber guck mal, die Dominik weiß, dass vermutlich der Sascha nicht kommt. Ja, ach, ich Das wundere war mich bei letztes Mal schon Dominik ein schon bisschen über gar nichts komisch. mehr. Nee, dann wäre er schon da. Genau, das weißt Ja. du. Und auf René sowieso immer Verlass, der kommt ja eh immer ein bisschen später. Also von dem her. Ich wollte dann die Veronika mal noch was fragen. Will gerade noch kurz die Ach Decke so, gut. zeigen, die ich jetzt aus
Habe ich die schon gezeigt? Seid ihr Ja. kindisch? Ja. Okay. Dann? Das aber Ich nochmal habe zu mir dem ja Besuch. Sehr Wolle schön. gekauft, habe ich ja gesagt, von dir, Ja. ne? Ich muss mal gucken, wo ich bin. Hier, die hier. Ich Ja. wollte jetzt einmal was, also ich habe dann auch diesen Beilauffahren, habe ich ja Ah, erzählt, ne? Das, Ja. so, ich habe aber jetzt eine Frage. Ich weiß nicht, ob das an der Wicklung liegt. Hier ist weiß in der Mitte. Ja. Hier nicht. Ja. Hä? Ja, dann liegt es vielleicht an der Wicklung. Wie hier nicht? Na, hier nicht. Auf der anderen Seite. Hier Hier schon. ist Hier ist ja, richtig. das liegt an der Wicklung, ja. Wicklung. Ja, Ach so, ja. okay. Also das ist nur, weil es dann innerlich verschoben ist. Ja, genau. Okay, gut. Aber René hat jetzt gerade was in die Kamera gezeigt, was ich ja da am Häkeln. Hallo? Wo ist René? Hier Hallo? vorne am ersten. Hier ist er. Ja, hier. Ah, ich habe ihn. Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich war nämlich, hatte einen ganze letzte Woche einen grippalen Infekt. Oh. Ja, wahrscheinlich ausgelöst durch die Reizwäschendiskussion letzte Woche. Ich habe gedacht, bei der Barbara angesteckt. Die Schlippis. Ja, und ich bin aktuell im Filet-Häkelfieber. Oh, schöne Farben. Und habe jetzt hier gerade wieder so eine schöne Geschichte angefangen. Ui, wow, Und, schön. ja, und das kriegt noch eine zweite Hälfte. Ja, gefällt mir sehr gut. Du hast aber auch ein wahnsinnig schönes Maschenbild beim Häkeln. Ja, du häkelst da sehr fest und das tut dem Maschenbild richtig gut. Ja, also ich bin mit Nadelstärke 2 unterwegs, also nicht ganz so niedrig wie beim letzten Mal. Und so witzig, das ist die Mitte, da geht's los. Und das ist ja jetzt nicht spektakulär, das Muster, aber da ist mir auch mal so eingefallen bei dem anderen, da war da eine richtig schöne Blume in der Mitte. Und was macht man mit so Decken in der Mitte? Was klatscht man immer drauf? Noch Garn. Blume. Man sieht sie gar nicht. Aber das finde ich mal ganz schön hier, die Geschichte, ne? Ja. Man darf übrigens neben die Vase auch ein Teelicht stellen, dann kann die Mitte frei bleiben. Ja, aber es ist ja meistens so, ne? Die Mitte stellt man immer irgendwas auf, gell? Ja, aber wenn du zwei Sachen auf die Decke machst, kannst du. Dann verträgt das Auge das. Ja, genau. Aber da habe ich jetzt auch ganz viele Decken gesehen, die dreidimensional sind, wo ich aber auch gedacht habe, wenn ich die auf den Tisch stelle, die in der Mitte so eine richtige dreidimensionale Blume oder sonst was Ist hat, Augen, gell? wo ich gedacht habe, ist ja schön, wenn ich die auf den Tisch lege, aber irgendwie draufstellen kann ich dann auch gar nichts mehr, ne? Ja. Ja. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich hatte Ja. das mal mit einer anderen Wolle gemacht, ein bisschen dicker und da gefällt mir schon, das ist mir schon zu grob hier von der Wolle her. Ne? Ich hatte das angefangen, habe gesehen, das ist also 400 und etwas Meter auf 150 Gramm. Also wenn man das so dagegen hält, es ist eigentlich unwesentlich, man sieht es nicht in der Kamera, unwesentlich dicker, aber es ist mir schon zu grob fürs Filet-Häkeln. Ne? Ist aber auch schön. Die Farbe hat mir so gut gefallen und ich habe sie ja wahrscheinlich in einem Fieberwahn einfach zugegriffen. Du sagst 400 Meter auf 150 Gramm. Ja, also ich nagel mich da jetzt nicht fest. Ja. Warte, ich sag's dir gleich. Weil das ist ja dann im Prinzip dicker wie ein Bobbel, ne? Moment, ich habe es hier stehen. Was haben wir da? 400 Meter auf 150 Gramm, ja. Und die andere ist ja 560 Meter auf 100 Gramm, ne? Ja. Also Ja. ich schon. Ja, also ein Bobbel läuft ja 800 Meter auf 200 Gramm, sind ja dann 400 Meter auf 100 Gramm und du hast sogar 150 Gramm. Ja. Das ist dann schon recht dick, ja. Also mir ist es schon fürs Filet häkeln, da kriegst du halt nicht diese Feinheit hier.
Ja. Die Es mein gibt auch tatsächlich Filetmuster, die lassen sich nicht unbedingt mit dickerem Garn arbeiten, weil sie sich dann einfach nicht so legen. Ne? Die Luftmaschenbögen und so, die brauchen dann mehr Platz. Und dann lässt sich, also das lässt sich gar nicht so umsetzen wie bei anderen Häkelmustern. Also man sieht es hier vielleicht, ich habe hier aufgehört einfach und man sieht es einfach, hier entsteht Ja. eine Kurve, ne? Und das kriegst du einfach nicht gescheit, auch nach dem Dämpfen nicht. Das legt sich einfach nicht schön hin. Und es sieht mir, ist für meinen Geschmack, ist das einfach, es passt nicht. Aber ja, man kann da sich echt verlieren in diesen ganzen Geschichten hier, ne? Das ist wirklich eine richtig schöne Arbeit, ne? Ja. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man sich jetzt mal so einen Knäuel anschaut. Ich meine, das ist merzerisiert und gasiert und gefärbt und gewickelt. Das kostet ja alles Geld. Und dann kostet so ein Bobbel vielleicht um die 4 €, ne? Ja. Also das ist schon enorm. Solange man nicht in der Schweiz ist, da ist es teurer. Ja, es ist schon erstaunlich, ne? Und wie weit das eigentlich war, was du da, also das ist unheimlich ergiebig auch, gell? Also. Ja, wobei, ich hatte ja die andere Häkeldecke mal gezeigt und das ist also von dem 500 Gramm Knäuel übrig geblieben. Ui. Das ist gar nicht viel am Ende des Tages. Ne? Ja, Und okay. Segeln frisst ja ohnehin mehr Wolle als das Stricken und die Einzelhändler, die freuen sich immer, wenn ich komme. Weil ich immer nachkaufen muss, weil es dann am Ende des Tages einfach nicht reicht. Ne? Ja, aber es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich meine, das ist natürlich schon, man muss einmal sich so eingrooven in diese ganze Geschichte, weil das ist schon nochmal eine Herausforderung, mit so einer Zweiernadel oder noch dünner zu häkeln, weil halt der Faden ja auch so dünn ist und wie oft passiert es, dass der einfach so abspringt, ne, mittendrin. Das macht wirklich großen Spaß und es sieht schön aus, wie ich finde. Definitiv. Ja. Ich war am Wochenende war ich in umgebauten Gästehaus in Stetten am gibt's Heulmarkt, also irgendwo im schwäbischen Stetten. Und ein altes Fachwerkhaus haben die ganz liebevoll umrenoviert. Und ich dachte, alles gut, aber es fehlen Häkeldeckchen. Und Ja, jetzt aus diesen ganz alten Möbeln, das wäre dann echt ja, das Tüpfelchen auf dem i. Aber ja, die waren morgens beim Frühstück nicht mehr da. Oder da gibt es gar kein Frühstück, ist ja ein Gästehaus. Sonst hätte ich echt mal so ein bisschen Werbung gemacht. Ich hätte schon das so heimlich in Filetheft da liegen lassen. ja, und nicht so, dass man mit fortgeschrittenem Alter immer sich so an, also dann mit dem fortgeschrittenen Alter meine ich euch natürlich nicht mich. Ja. Hallo, hallo. Komisch, Hallo. komisch. Jetzt hat es einen Ring Dünnes Eis. Bindstörung. Nein, aber ist das so, ist es nicht so, dass man sich mit fortgeschrittenem Alter an so vergangene Sachen erinnert, viel mehr als noch vor 20 Jahren vielleicht? Und da gehören bei mir ja die Häkeldeckchen immer auch dazu, weil das natürlich auch meine Großmutter und meine Mutter immer gemacht haben. Und ja, man sieht es halt auch gerne, ne? Ja. Gut. Lena? Oder René, warst du fertig? Vorerst. Vorerst. Lena. Ja, ich wollte mal sagen, dieses Filet-Häkeln habe ich heute auch schon zwei Zeitungen gesehen und mich fasziniert jedes Mal diese Filet-Häkelei, weil das macht zu Hause so eine gemütliche Atmosphäre. Wenn man das so auf den Tischen liegen hat oder auf Kommode oder als Gardinchen, man hat ja so Kommode oder so Schrank mit Glaseinsatz und da als Borte oder als Gardinchen hängt so Filet-Häkelei, das macht so gute Laune, das fasziniert mich immer wieder und zwar, das ist schon seit Jahrhunderten so, das ändert sich nicht, ob ich das jetzt heute sehe oder vor 100 Jahren, also das wird immer geliebt, sowas, also diese Art von Dekoration zu Hause. Deswegen finde ich das gut. Und das zu häkeln macht total Spaß, ja, weil ich häkle auch gerne gelegentlich so Gardinchen oder so Borte oder sowas. Das ist richtig schön.
Und dann wollte ich noch fragen, Veronika, du hast diese Decke gezeigt, habe ich nicht gesehen. Aus was ist die gehäkelt und wo, von wo ist die jetzt? Ich habe etwas verpasst wahrscheinlich mit der Decke. Ja, mein Quatsch, meine Kamera ausgegangen. Ich höre dich. Ja. Von weil ich der René rausgehe. Ja, ich wollte es gerade sagen. Bünden, ne? Hat mich erwischt, genau. So. Aber ich bin wieder da. So. Diese Decke ist aus einem Bobbel. Ja. Also und ein Rest ist noch vom zweiten angefangen. Und es ist die Kunststrickdecke XXL. Ich kann sie unten nochmal verlinken, die Anleitung. Ist gestrickt. Ah, ist sie gestrickt? Ja. Ja. Ah, die sieht nämlich wie gehäkelt aus. Nein, ist gestrickt. Aber Kunststricken, das ist auch wirklich eine ganz tolle Sache. Also ja also das habe ich auch schon gemacht. Das ist wirklich ganz toll. Ich mache da gerade ein Deckchen von der Veronika. Ja. Gekauft habe. Bin ich gerade dabei, aber es ist auf so einem kurzen Seil. Ich kann es jetzt nicht sagen. Wenn sie fertig ist, schicke ich dann Veronika vielleicht ein Bild. Ja. Gerne. Ja, ja. Ach, vergiss es. Gut. Wir haben hier auch im letzten dekorativen Häkel. Finde ich auch den Titel sehr schön. Und hier ist vom gleichen Muster noch in groß. Und dann haben wir da auch noch in der Zeitschrift mal eine, das finde ich auch schön. Also wenn die Mitte, René, das ist dann wieder tatsächlich solche Mitten, die einfach schade sind, um abzudecken, gelingen einfach bei manchen Deckchen besonders schön. Ich habe es mir eigentlich auch angewöhnt, bei den Deckchen jetzt das nicht direkt auf die Mitte zu stellen, sondern ein bisschen versetzt, damit man die Mitte ja sieht. Ne? Genau. Kann man auch gut machen. Und hier haben wir jetzt wirklich mal ausprobiert. Muss ein bisschen zurückgehen. Ein großes, rundes Kissen mit einem Bobbel umhäkelt. Also der Ursprung war ein Filet-Häkeldeckel. Und das Ganze eben mal mit dem Bobbel, damit man eben damit das Ganze eben größer wird. Und ich finde hier, das ist dann die Rückseite, hat also vom Kissen. Oh. Ja. Und da hat jetzt quasi ein Bobbel für so ein Kissen gereicht. Und da darf es jetzt, meine ich, eben auch mal grobmaschiger sein. Für eine Tischdecke ist dann eben wieder Geschmackssache. Aber für so ein Kissen finde ich das ein schöner Hingucker. Sehr schön. Ist im dekorativen Häkeln 178. Genau. Ich hab heute im... Ja? Entschuldigung. Ich habe auch noch ein Deckchen gestrickt. Dann sieht es nicht so gut. Schön. Oder gehäkelt. Gestrickt. 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 Es ist gestrickt mit Kunstseide. Wahnsinn, ey. Ja. Cool. Aber es sieht echt toll aus. Wo kriegst du die Kunstseide noch her, Christine? Aus meinem Schrank. Ich habe mir fast gedacht. Ich verlinke dann die Adresse von der Kinder. Ja, ich hätte bestimmt noch etwas abzugeben, auch von dem Garn, das René jetzt braucht. Das ist ja gut für Kunststricken, so Garn. Das habe ich auch noch. In allen Farben. Also wenn jemand was braucht, bitte nur schreiben. Dann habe ich wieder Platz für Neues. Schön. Muss ich an in die Schweiz kommen, ne?
Ja, genau. Nach Zürich. Ja, hast du in der Schweiz gestöbert, dass du sagst, weil du sagst, die Wolle ist teuer in der Schweiz. Ja, ich war heute zufällig in einem Laden, wo viel Wolle war, allerdings keine von dir leider. Und da hatte ich so eine Kotone von, ja, Kotone, genau. Die Kotone Print von Lana Grosser in der Hand. Und wenn ich mich richtig erinnere, kostet die bei uns 2,95 mittlerweile. Und da kostet die 5,90 Franken. Also fast 6 Franken und dann noch ein bisschen drauf in Euro. Und da ist mir dann so komisch geworden, sage ich, nee, also das ist mir echt so teuer. Das ist, nee. Ja, weil, also wenn du sie ja jetzt nicht brauchst, dann kannst du jetzt hier ja dann daheim kaufen. Eben. Muss es Ja, beim eben, Urlaub eben. nicht sein, ne? Ja. Wo bist du denn in der Schweiz im Moment? In Graubünden. Oh, Also wo? im Osten der Schweiz. Ja, Der Oberrheintal. In der Nähe von Disentis. ah, okay. Disentis. Kennst du das? Ja. Aha. Sag mal, Babsi, hattest du schon immer lilane Haare? Wollte Ja. gerade sagen. Nein. Die sind pink. Ja, oder pink. Kameratechnisch ist das ja mal die Nee, toll hatte ich nicht. aus. Ich hatte auch kurze Haare. Ich hatte auch eine andere Brille, die jetzt N2 ist. Du musst dich eine alte nehmen und sehe nicht richtig. Das Das sieht mit der blauen fresh kommt aus. noch viel besser zur Geltung. Aber die muss ich zuerst zum Reparieren bringen. Und war das so gewollt oder ein Unfall? Hey, ich habe drei Stunden beim Friseur. Ja nur. Hast du die schwarz haben wollten und nachher blond waren? Nee. Hey, ich bin grau und pink. Okay, gut. Nein, es sieht Babi, gut aus. kann Und die dich. Bre ja, sie hat mir gesagt, 20 Jahre jünger und eine andere Kundin, nein, 25 Jahre jünger. Aha. Und Zu das mit dem Grau DDR-Zeiten. und Pink, das hat die Veronika auch im Bobbel. Ja, nein, ich war lieber auf, ich will den mit dem Lachs, das zu grau geht. Ja. Zu DDR-Zeiten gab es ja so nicht so wie jetzt, ne? Und da habe ich blonde Strähnchen getragen. Also ich bin ja eigentlich dunkelblond oder hellbraun. Ich auch, ja. Und habe dann blonde Strähnchen getragen. Und da wollten wir diese Silberspülung, die man ins Silber, diese Blauspülung, die man ins Silber, ne, damit die silbernen Haare, die grauen Haare ein bisschen so komisch glänzen und schimmern. Und da haben sie zu DDR-Zeiten gesagt, nimm Stempelfarbe. Oh Gott, Leon! Gott! Ja, gelb und blau gibt. Grün. Grün. Lange erhalten. Oh. Andrea lief wie ein Punk rum. Ja. Naja, in den Vielleicht ist der 80ern Trend war. jetzt bei uns angekommen von damals. Jetzt dürfen ja alle Farben getragen werden. Ja, ne? Ja. Hat halt ein bisschen lange gedauert, bis er angekommen ist, der Trend, aber. Du warst es. Hätte man ja, wenn man überlegt hätte, ne, vielleicht vorher, naja. Ist jetzt gerade mal so 12 Jahre her, ne? Also. Ach, als du gerade 18 geworden bist, ne? Ja, genau, danke. Dann müsste es ja eigentlich Bilder in Farbe davon geben. Ja, gibt es. Zeige, zeige. Ja, nicht hier. Da muss ich woanders gucken. Also Hausaufgabe für nächste Woche, Bild suchen. Nee, nein. Werde ich nicht tun, Dominik. Also noch nicht, vielleicht später irgendwann mal. Aber ich möchte jetzt keine alten Fotos durchgucken. Ah, okay. Die Andrea macht viel, sie zieht sich auch aus vor der Kamera, aber irgendwo. Ja.
Ja, aber das kannst du so aus dem Kontext, das geht so nicht. So, wenn du das so erzählst, so aus dem Kontext gerissen. Haben wir ja noch nie so gemacht, ne? Also die Andrea hat ihr Innerstes nach außen gekehrt. Ja, genau. Ja. Ich hab mich euch vollends hingegeben. So, jetzt das aber, hallo? versteht sich, Andrea, das ist wortwörtlich zu nehmen. Was ist wortwörtlich zu nehmen? Dass du dich voll dieser Gruppe hingibst und diesen Ja, ich gebe Konstrukt. alles für euch. Ja, ist so. Ich habe euch Also, alle lieb, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. das merkt man aber auch, was du alles hier vorbereitest mit Bad Lippspringe. Das finde Ja. ich echt, ja. Das, Ja, ja. also ich betrachte es nicht als selbstverständlich. Ich finde es einfach genial. Da ist so viel Herz mit dabei. Ja, Und das ist groß bei mir. Das ist groß. ja. Drum hast du ja auch anhäkeln müssen, gell? Ja, genau. Oh, Heide, wann ist dir kalt? Ja, Man sieht, ein wenn vorhin bisschen. hat man nur deine Uhr noch Sieht gesehen. Dich hat man nur noch erahnt und deine Uhr, die hat geleuchtet, die hat man nie Ja, gesehen. die ist das Einzige, was noch leuchtet. Es ist Nacht geworden hier und es wird kühl, Ach, hallo? echt? Ja. Ja, hier draußen Heide, ist frisch. wo bist du, Heide? Zu Hause im Garten. Ja. Ich habe es ausgeleitet. Ich habe keinen Raum. Mein Sohn ist wieder da und da habe ich keinen PC-Raum. Jetzt sitze ich hier mit Handy im Garten. Gut, dass wir noch keinen Winter haben. Jo, da wird es schwierig. Hier muss ich sie alle Ja, rausschmeißen. der wurde ausgesetzt. Ich wurde ausgesetzt, ja. Ja. Ich muss auch dauernd gucken hier. Ich mag diese Wir haben das doch heute nachtschwingende mitgekriegt, wie das geht. Da muss Mückenbossen. der Mann halt mal 3 Stunden im Hund laufen, ne? Ja. Dominik, Dein du musst. Gesetz, hast deinen Dominik. gesetzlich vorgeschriebenen Auslauf bekommen, Heide. Ja, ich sitze ja nur. Krieg nur meine Frischluftzufuhr, ist das hier? Oh Dominik, Mann. du musst deine Lichter rüberbringen. Sie braucht Siehst du? Licht. Ja, die hätte Ein ich gerne hier hängen, ja, guck anstatt gehabt. Oh Mann! warte Ja. mal, ich zeige sie dir Ja. mal. Guck mal, wie die Ja, schön aussieht. ja. Ja, Wie das so ein könnte ich hier so. Kronleuchter. Toll. Mach doch mal dein Ja. Licht aus, Dominik. Die könnte ich hier gut gebrauchen, ja. Ja, die könnte ich gut gebrauchen. Richtig. Dominik, Ja. du hast mir ja die Bilder gezeigt. Ja. Und also ich habe wohl gesehen, dass es gehäkelt ist, aber sind die mit Epoxidharz oder wie hast du die steif Ja, gekriegt? mit so einem, wie so Steifstärke, wie so, wie die ja, Wäschestärke. Aber das ist jetzt, ja, das ist auch so ein Leim Aber es ist für. ex extremer, viel extremer wie Stärke wahrscheinlich, ne? Ja, richtig hart. Also das wird richtig hart. Mhm. Und beim Bunten, wenn du jetzt was Buntes machst, musst du aufpassen, weil du dann so weiße Flecken drauf bekommst. Also das geht nur bei hellen Sachen. Okay. Bei Ding habe ich jetzt schon gehört, wenn man bunte Sachen hat, also ja, jetzt blau oder grün, dann soll man eben eher so Zuckerwasser nehmen. Also so ein Pulver, was du anmischst dann, oder wie? Dann hast du die Ameisen. Ja. Aber das ist ja bei der Wäschestärke ja auch, wenn du das irgendwie was Buntes machst, dann hast du immer so einen weißen Film drauf. Finde ich erst dann nicht so schön. Sieht jedenfalls richtig gut aus, was du da gemacht hast. Ja, finde ich Mhm. auch. Ja. Oh. Ja. Und Heidi sitzt da im Dunkeln und ich hätte Ja, Lämpchen. gell? Mensch, das würde heute passen, hey. Hätte ich mal was gesagt, dass du im Garten bist. Ah, ja, wusste ich ja heute auch noch nicht. Also wir Bin haben ja bei froh, uns dass im es überhaupt Garten geklappt hat. ganz Jahres Lichter, habe ich Und? hier auch Ach hängen, so. Lichterkette das ganze Jahr über. Ja, eine Lichterkette hängt ja auch, aber die ist Solare und die ist so dunkel. Die hängt da drüben. Nicht hier im Schrankkorb.
Also heute, als bei mir Ja. die Kamera ausfiel, sah es so ähnlich aus wie jetzt. Ja, gell? Ich sehe mich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich noch da bin. Ich rede also und rede. Kennst du Oh den Mann. Spruch, zu sehen ist sie nicht, Ja. aber zu hören? Ja, meine Oma, oh, meine Oma, ja. Haben sie zu mir auch immer gesagt, verstehe ich gar nicht. Ah, Also. nee. Die Wenn Babsi es hat die raus Hand muss. oben, das passt ganz gut. Babsi, ich wollte dich nämlich fragen, was du da Schönes anhast. Ich? Ja, du hast die Hand oben. Ah, ja. Also, ich wollte nicht deswegen. Das ist ein Testtag von so einem Merkur-Zicker gewesen. Und das habe ich aus Oh, Sojaseide schön. gemacht. Wow. Aus Sojaseide. Ist dein Kleid eigentlich fertig? Ja, das wollte Ja. ich jetzt gerade fragen. Was mit dem Kleid? Habe ich schon getragen. Sogar die Enkel haben es cool gefunden. Und warum haben wir das noch nicht gesehen? Im Moment ist es in der Waschküche. Da liegt ja viel Weiß dran. Und der Tipp von Veronika, dass ich da einen blauen Zwischenbalken mache, war gut, weil die Weiß, die würden sich grausam beißen. Okay. Ja. Aber ich wollte wegen Kunstseide, ist das eventuell Kunstseide? Sieht man etwas? Es hat einen leichten Glanz. Ich habe vorher bei Wikipedia geschaut, das sei nicht ganz zuordnenbar. Das ist ein Dekoragarn, oder? Das Decora Dunkel. Magrera. Das Ja. ist für die Nähmaschine für Overlock oder für Coverlock. Ja, Nimmt man. das sehe ich Sehe auch. Das ich. steht auch so, aber ich habe es gebraucht zum etwas Sticken. Ich Ja, frage mich, ich ob auch. man damit Ja. nicht auch Kunst stricken könnte, weil es ist nicht sehr dick, hat einen leichten Glanz und ist wie. Nein, es ist gedreht. Entschuldigung, ich dachte, es sei für Strick. Ja, aber da könnte man stricken. Die Frage ist nur, wie teuer dann das Deckchen wird. Das läuft ja nicht so weit, ne? Das Ja. sind 100 Meter. 100? 100 Meter. Ja, das Für ging die noch. Stickmaschine. Ich habe Es die ist ein auch. Overlock steht hier. Aber ich habe sonst nirgendwo in der Schweiz Kunstseide gefunden. Und Aber was das habe kostet so eine Spule? Wie viel Fünf. Gramm hat so eine Spule? Wie viel Das Gramm? steht eben nicht. Es steht nur 100 Meter und kostet 5,90. Ja, okay. Ich denke, mit zwei Spulen käme man hin für so ein Deckchen mit 25 cm, 30 cm Durchmesser. Das wäre ja dann noch im Ah, Rahmen. doch. Ah, okay. Also das bekommt man bei uns im Bastelgeschäft, nicht im Strickgeschäft. Okay. Eben, es gibt ganz viele Unifarben und ein paar so. Ja, also ich habe auch gemerkt, weil ich mich damit ja momentan sehr beschäftige, dass die Wollgeschäfte per se das gar nicht so anbieten. Filet-Häkel, also diese Baumwollgarne, diese ganz dünnen, ne? Ach, Das. da habe ich ganz viele. Das bekomme ich meistens in Italien auf den Straßenmärkten. Die haben da so riesen Knäule, ganz dünnes Garn. Da wird noch viel Mit Filet gehäkelt in Italien oder in der Türkei bekommt man es auch. Also Ja. das normale weiße Garn, das dünne, das bekommt man zum großen Teil bei uns, sage ich jetzt mal, in den Supermärkten. Die auch, nee, das, also die auch, die haben so Ja, eine, ich sag jetzt hat mal, so eine Krempelsecke, wo es auch mal eine Nadel gibt oder ein Stück Garn. Und die haben in der Regel so ein weißes Garn, so ein weißes das. Filet-Häkelgarn ist in der Regel da auch immer zu kriegen. Naja. Ja, in den Wollgeschäften, in den ausgewiesenen Wollläden finde ich die gar nicht so. Ja. Ne? Wird Nein, dann das liegt ähnlich. eher in den Bastelläden, solche Sachen. Wie viel Meter hast du jeweils? Auf wie viel? Auf so einer Spule meinst du? Ja. Da sind drauf 560 Meter, 100 Gramm. Ja. Weil ich habe jetzt hier 50 Gramm, 280 Meter, Garntruppe leis.
Ja, das ist dann noch dünner. Das ist das typische Zehnergarn mit 280 Meter auf 50 Gramm. Und das wäre für viele. Das ist im Prinzip der Standard, aber das ist jetzt nicht so fein, wie die Christine vorhin gezeigt hat. Das war ja mega dünn. Da müsste noch Es war dünner ein, sein als Lace. ja, fast schon ein 60er. Also ein Cobweb. Bitte? Ein Cobweb-Garn. Ein Viskosegarn oder Seide, was ist Christine? Also Was war Cobweb denn? heißt Spinnenfaden, heißt das. Das ist dünner als Lace. Das ist über 800 Meter pro 100 Gramm ist Cobweb. Okay. Also das andere gäbe es bei Hobby. Das Zehner. Ja, das Zehner kriegt man eigentlich in jedem Handarbeitsgeschäft, würde ich sagen. Aber alles, was darüber hinausgeht, witzigerweise ist es oft in irgendeiner Schublade, ne? Das Häkelgarn noch da. Aber alles, was über Zehner hinausgeht, wird nimmer, ist schwieriger. Muss man vermutlich dann schon fast online gucken. Garngruppe. Ja. Gut. So. Ach, übrigens habe ich letztes Mal Quatsch erzählt mit dem Schiff. Man braucht da keine Mal. Es ist ja das erste Nein, Mal. sonst rede ich schon kein Quatsch, aber die, ja. Nee, mit dem Schiff, da braucht man keinen Adapter. Ja, habe ich gewusst, ja. Die sind ja alle von der Schiffsgesellschaft, auch die Schweizer, die sind ja alle von deutschen Herstellern, glaube ich, gebaut, so wie ich das mitbekommen habe. Also für Handy und für Ding und Laptop und so passen die Stecker auf jeden Fall. Alles, was Ja. zwei Männchen hat, das geht. Was drei Ja. Männchen hat, geht nicht. Also mein Laptop mir nicht, weil der hat drei Männchen. Okay. Ja, aber andersrum war gut, dass du dran gedacht hast, weil wenn es nicht so wäre, wer Ja, weiß, wer nicht, ne? also ich weiß noch, es war früher war das gang und gäbe, dass du, wenn du irgendwo ins Ausland, also gerade in die Schweiz gegangen bist, einen Adapter hast mitnehmen müssen, weil sonst ging es gar nicht. Ich habe mir jetzt extra einen besorgt, weil du das gesagt hast letzte Woche. Ja, nimm ihn mal mit, weil ja. Den kannst du bestimmt gebrauchen, wenn du mal nach Amerika fährst oder so. Genau. Teilweise ist das in den Hotels auch immer noch so, dass man diesen Adapter braucht. Ja, glaube ich auch. Ja, Italien geht ja dann schon wieder nicht mehr so. Naja, auch mit dem Dreier geht's nicht, mit dem Zweier geht's. Mein Nachbar arbeitet in der Schweiz und musste Homeoffice machen zu Corona und hat dann nämlich gefragt, ob wir einen Adapter haben, Ja. weil er eben den Stecker von der Schweiz hatte. Sag, Ja. nee, Assi-Guta, falls wir doch einen Stecker brauche, Ich stehe vor sich selber. dann hast du viele Freunde auf der Kajüte. Ich bringe drei Stück mit. Okay. Okay, ja, das passt. Alle in der Kabine von dir und dann passt das. Ja. Jutta, wie erreiche ich dich denn? Du hast doch mal angeboten, dass du auf dem Runderweg am Donnerstagabend quasi schon anreist, ne, am Vorabend Am quasi, Vorabend, am ja. Da können Vorabend. wir mal Glitzbringen drüber reden. So machen wir das, Das sehen genau. wir uns ja dann, Genau, ja. genau. Also Angebot gilt immer noch, klar. Sehr schön. Dann besprechen wir das, wie der Ablauf, ne? Gut. Dann. Ja, ich habe jetzt heute noch mal mit der Reisegesellschaft telefoniert. Wir sind 30 jetzt mittlerweile Oh, schon. doch, so viel. Ja, auf dem Strickschiff. Und jetzt wird es ja noch in dem Magazin The Knitter beworben. Und ja, also kann sein, dass wir dann doch 30, 35 noch welche dazukommen. So schön. Ja, man freut sich bei der beim Reiseunternehmen, dass es doch so gut angenommen wird. Ja. Ja. Doch.
Und es wird jetzt Bad Lippspringe ist jetzt so schnell da, ne, wenn man überlegt, ja, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ist September und dann geht es schon. Geht schnell. Ja. Eine Hoteladresse hatte ich dir ja schon mal geschickt, Veronika, da direkt in Basel, also an der Schweizer Grenze, wenn ihr nicht direkt in Basel übernachten wollt. Weil wir haben auch noch kein Hotel gebucht. Wir sind auch noch am Gucken, weil in Basel rein wollte man eigentlich auch nicht. Ja, eben. Und ich hatte der Veronika eine geschickt. Da müsst ihr halt mal gucken, ob das für euch auch passt. Die wären dann direkt an der Schweizer Grenze. Da ist man dann gleich in Basel drin. Okay. Dann machen wir das doch dann in Bad Lippspringe mal, dass wir auf jeden Fall im gleichen Hotel sind, ne? Genau. Machen wir das doch so. Cool. Habt Schon mal ihr die alle, Haltung. die Bad Lippspringe gebucht haben, alle in dem gleichen Hotel eingecheckt? Ich glaube nicht. Ich denke, also In dem denn das verlinkt wurde. Schärf. Ja, ist jemand nicht im Hotel scharf? Man kann man ja mal umgekehrt fragen. Also ich bin im Hotel Schärf. Ja, genau. Ja, sind wir ja auch alle Ja. deswegen. Weil Ja. Biene hat jetzt nämlich, die bringe ich ja mit, die hat jetzt vor einer Woche oder so, sagt sie, das letzte Einzelzimmer gekriegt. Ja, aber ich meine, Und damit auch noch ein ich krieg immer noch Anfragen, ob ich mein Zimmer verbessern will, ob ich ein Upgrade haben möchte. Also es gibt wohl noch Zimmer. Die bieten mir immer ein Upgrade an. Nee, ich habe noch nicht mal eine Bestätigung. Echt? Ja. Über was Oh, aber ich bekomme eine. Da steht Andrea da und hat kein Ja, da Zimmer. rufe ich ja morgen mal an. Das Ich war mit letzte einer haben von wir den gestern. Ersten. Jetzt hat dann die Biene ein Zimmer und du nicht, Andrea. Ja, dann schlafe ich mit ihr zusammen im Bett, ist ja. Genau. Da Das ist, kriegen es wir ist ja schon. oft so, dass die Einzelzimmer auch Doppelzimmer sind, Doppelbetter haben. Ja. Also bei mir steht Einzelbett. Okay. Da rufe ich ja jetzt. Ich habe wirklich noch keine Bestätigung gekriegt. Hast du telefonisch bestellt oder Per schriftlich? Booking.com habe ich Ja, nee, bestellt. ich habe ja angerufen und ich hatte sie noch Und gefragt, ob Kreditkartenzahlung, alle, ja, sagt sie, alles möglich. Bar, Kreditkarte, alles. ja, dann frag aber mal Moment. die Mama. Das wird nur mal nachfragen, ja. Hallo, das wäre jetzt der. Aber das erklärt sich schon mit, wenn du direkt angerufen hast, dass dann keine Bestätigung bekommen hast. Also, wenn Das es nicht Letzte habe ich geht, nicht wenn verstanden, noch ein Veronika. Upgrade kriegen auf ein großes Bett, dann kannst du mit mir das Zimmer teilen. Ich kriege da immer Ich noch die schnarche Nachricht mit aber. Upgrade. Ja, ich auch, das Oh, ich macht auch. nichts. Ich bin dort. Das arme Lass dir auch Hotel. mal bitte. Also, falls irgendjemand, der beim anderen nächtigt, nachts einen gestrickten Schlüpper noch sieht. Nur heimliche Fotos machen, bitte. Nein, Andrea, ich habe gerade gesagt, es erklärt sich, wenn man direkt anruft, hatte man ja schon den Kontakt, dann kann gut sein, dass du keine Mail bekommst, weil bei Booking.com geht Ja. es ja einfach automatisch. Du hast Deswegen schon habe ich Kontakt. nochmal Ja, gefragt. ja. Dann geht halt dann die Bestätigung raus. Also, das wird schon klappen. Ba du, Barbara, hast du Ach. eigentlich deine Abschlussrechnung schon bekommen vom Schiff? Ich habe schon bezahlt. Ja, Ach, eben, wir haben. ich hab die Hälfte bezahlt. Ja, wir haben jetzt die Abschlussrechnung bekommen, dass wir den Rest bezahlen müssen. Nee, ich hatte das vorher schon bezahlt und kam die Mail, sie waren viel zu schnell, wir haben die Rechnung da gar nicht rausgegeben. Da Ah, hieß, im August soll die bezahlt werden und da habe ich es halt im August überwiesen. ja, okay, ja. Ich kann ja bei der Marion denn im Laden schlafen, da mangt der ganzen Wolle. Oh. Andrea im Wollhimmel. Da kannst du ja ein bisschen dabei, ich kann es ja, kannst ja ein Wollbett machen. Ja. Wir sitzen da also wirklich im Laden, ne? Das findet alles vorne statt. Wir sind umgeben von Wollregalen. Okay, ich lasse die Kreditkarte zu Hause. Ja. Das ist nicht gut.
Sag mal, Veronika, das würde mich jetzt mal interessieren. Wie kann das sein? Ich habe ja auf der Homepage, habe ich ja die, wie heißt jetzt mit Vornamen? Marion gesehen. Und dann letztens sehe ich in Facebook, dass die goldene Hochzeit hatten. Ja, ja. Wie kann das? Direkt. Also von der Grundschule aus, direkt geheiratet. Nach der Grundschule. Ja. Na, ach, ich glaube, Kindergarten schon. Entschuldigung. Es liegt vielleicht daran, dass sie einen tollen Mann hat, der Verständnis hat für alles, was sie mit Wolle macht. Der hält sie jung. Genau, genau. Ja. Also genau. Das. Ja, aber 50 Jahre hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, eben, goldene Hochzeit. Ja. Also liebe Marion und liebe Anton, ich weiß, dass ihr das Zoom-Meeting immer schaut, weil die Marion hat mir das heute am Telefon erzählt. Das Kompliment geht an euch. Ihr habt euch gut gehalten. Krass. Ja. Das hätte ich aber auch nicht. Ihr habt mir übrigens eine Freundschaftsanfrage geschickt. Schön. Wir haben auch schon Telefonnummern ausgetauscht und wir gucken immer einen Status an und die schreibt mir dazu, so, ja. Ich habe am Wochenende auch Werbung für den Berliner Stricktreff, für den Berliner Stammtisch gemacht. Da war eine Berlinerin mit dabei und ich habe es erzählt. Stimmt es, dass ihr euch am Alexanderplatz als trefft? Ja. Okay. Weltzeituhr. Aber, und am letzten Video hat auch eine geschrieben, ne? Das ist die Ehefrau von meinem ehemaligen Schulkameraden. Die habe ich getroffen. Ich habe ja gesagt, wir haben am 14. 40-jähriges Klassentreffen. Oh, 40 Jahre. 14? Natürlich nur 14, ne? Andrea, ja. Oder? Bitte? Von der Grundschule habt ihr Klassen. Ja, ja, genau. Und die macht auch Handarbeiten und die lernt jetzt RVO. Sagt sie, und sie hatte nicht die Möglichkeit, dass ihre Mutti oder ihre Oma ihr das zeigen konnte. Und die habe ich auch eingeladen. Ich sage, wenn es passt, kommen sie mit. Nö? Sag mal, eine Freundin von mir war jetzt in Berlin und da hieß es vom Reisebüro und auch von den Hotels, sie sollte bloß nicht zum Alexanderplatz gehen, da wäre es gefährlich. Ja. Naja, wo ist es in Berlin nicht gefährlich? Ja, und das Berlin. Man ist gerade trotzdem da, weil wegen, ne? Ach, ist doch Quatsch. Ja, aber ich glaube, nach Frankfurt oder Dings, da darfst du in keine Großstadt, da ist überall. Ja, eben. Darfst du nicht mal bei uns in Konstanz in die Großstadt. Ja, dann dürfte es, ne? Sprich, Solingen. Ja, also, am Alexanderplatz sitzt das neuerdings so eine Strickgruppe regelmäßig. Mit Stricknadeln. Das sieht ja alles aus. Mustern. Na, nächstes Mal treffen wir uns ja in der Kreativmesse. Oder bei der Kreativmesse. Kreativer? Am Sonntag. Bitte? Am Sonntag. Genau, am 29. Am 28. kann ich nicht. Da ist bei uns Urnenbeisetzung. Viel Kraft dafür. Ja. Wow, ja. Das ist wow, ganz das schön ist lange, ne? Jo. Dann mache ich jetzt den Übergang, weil ich habe es jetzt gerade in die Hand genommen, weil es passt ja nie dann, der Übergang, ne? Ja. Du hast mich draus gebracht. Double Face, Norweg Hall. Genau. Es geht los, los geht es ja am 2. September. Die Anleitung kann man kaufen, auch im Moment noch auf meiner Webseite. Ich stelle sie aber auch auf Crazy Patterns ein und ich weiß nicht, ob die Babsi dazu kommt, auch auf Reverie einzustellen. Du hast mir gesagt, nein. Ja, ich habe gesagt, erstmal nein, stopp, ruhig. Okay. Oder ich pinker.
Nein, ich wollte es zuerst mal nur auf meiner Webseite einstellen. Das hat einen ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. Wenn auf meiner Homepage im Shop wird natürlich nicht so viel abgezogen wie bei Crazy Patterns oder bei Revelry. Da wird natürlich zieht der Anbieter seine fast 30% ab. Und deshalb, wenn jemand die Möglichkeit hat, freut es mich natürlich, wenn ihr die Anleitung in meinem Shop vorzieht. Aber wie gesagt, ich werde sie auch bei Crazy Patterns und Reverie einstellen. Das hat, Okay, dann hau ich's rein. es ist beides, es ist überall das Gleiche, hat nur einen Unterschied für mich. Auch Und bei Everly ist es ja massiv weniger als bei Crazy Pattern, was sie dir abziehen. ja, genau, aber auf meiner Seite ist eben dann noch weniger, ne? Da Ja. zieht ja einfach nur das Bezahlsystem was ab und dann uns Finanzamt natürlich. Aber das ist ja überall gleich, ja. Ja. Und eine Anleitung für einen Loop ist bereits drin. Also wer noch nie Double Face gestrickt hat, kann sich eben die Anleitung schon mal holen. Die wird dann immer ergänzt, jede Woche mit den Mustern von dem Schal. Aber man kann eben dann schon mal mit so einem Loop starten, um zu gucken, ob das überhaupt was ist oder vielleicht auch, welche Qualität die bessere ist. So, deshalb ist einfach mal der Loop noch mit drin. Und ja, das geht jetzt auch ruckzuck, dass es eben losgeht, ne? Da ist das Zählmuster, wo dann drinnen ist, das ist dann für den Loop. Genau, Jo. ja. Ah ja, gut. Weil ich habe es nämlich vorhin kurz bevor es losgegangen ist mit dem Zoom, habe ich es nämlich gesehen und habe es gleich bestellt. Ah ja, Ich habe schön. ja. Ja, es ist ein Zählmuster drin, das hat einen Teil von den Mustern oder ein kleiner Ja. Ausschnitt ist auch, klar, diese Norwegersterne, ne, diese typischen, die sind natürlich auch im Schal mal mit verbaut, aber grundsätzlich baut der Schal auf ganz anderen angeordneten Mustern auf, ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Loop hat so ein Sternmotiv oder was für ein, darf man das verraten oder Ja, das, mehrere? Ja, kriegst du ja schon ja offiziell. der Loop hat quasi, das ist ja so das Muster, was ich eben gestrickt habe, und der Loop hat einmal dieses Muster, so. Ah ja. Aus. Nur Ich habe eben es zweimal berechnet, gekauft. dass es in Runden eben einen Loop gibt. Weil wenn man ihn so als Streifen eben strickt und näht ihn dann zusammen, dann liegen ja die Muster eben quer, was dann Ja. eben nicht so schön ist, ne? Ja. Beides Und schon. zum Üben ist es eben einfach auch besser, wenn man in Runden beginnen kann. Deshalb ist es eben hier, gibt es jetzt hier auch nur ein Zählmuster. Und wenn dann unser Norwegal losgeht, bekommt ihr immer zwei Muster, einmal für Anfänger und einmal eben für Fortgeschrittene. Ne? Das immer gleiche Zählmuster wird eben zweimal aufgebaut. Montag ist schon September. Ja, das geht Ja. jetzt nächste Dann ist Woche ja geht's nächste los. Woche der 5. September auch, oder? Ja, Ja. ja. Erst Donnerstag. Nee, Mittwoch, ne? Nein, Nee, Do Donnerstag. Donnerstag, ja, Tag, genau. wenn am Montag der Ja, erste ist. ist ja gut. Oh Mann. Montag ist der Also erste. hast du in der Schule auch nicht aufgepasst? Ich habe dir Hast du gesagt, ich mal war immer Kreide Hausaufgaben holen. Auch in der, lassen? in Mathe, in Mathe, in Englisch, in Geografie, in Oh. Chemie und so. Okay, ja, dann können wir uns ja zusammentun. Ja, genau. Ja. Ich auch. Nein, Genau. der Montag Loop ist. hat mich jetzt eben auch noch interessiert, weil das hätte ich auch noch gern gemacht mit dem Material, was ich auch gemacht habe aus der Merino Stretch. Könnte ich mir jetzt auch noch gut als Loop vorstellen. Hier ist das Muster aus der Charity, habe ich es noch gestrickt. Wow. Kommt auch gut raus. Ja, das beinhaltet die Anleitung eben auch. Ein Loop aus der Charity und ein Loop aus der Yearsocks. Gleiche Muster, nur dass man eben weniger Rapporte braucht.
Hier sind's, braucht man 7 und bei der Jesox braucht man 9. Na, Ich das habe ist ja bei immer Marion ein schon diese Rabatt Xox so runter. bestellt. Veronika, die Geschichten zu den einzelnen Mustern, kommen die so oder? Die kommen dann immer im Newsletter mit dazu. Also Okay. parallel gibt es die im Newsletter. Die wird dann in der Anleitung auf, ja, verlinkt auf die Homepage eben, ne? Ja. Also im Blog ist dann immer, also in die Anleitung reinpacken ist zu schwierig mit dem Ausdruck, ne? Sonst schafft man da immer auch so viel Papier. Also es wird im Newsletter sein. Wenn natürlich der Wunsch ist, dass man es zu der Anleitung reinpackt, können wir das auch machen. Aber da meldet ihr euch dann einfach im Laufe des Calls, was euch lieber zum Händeln ist. Du kannst ja mit 2 PDFs pro Woche hochladen. Eins die Anleitung, eins die Geschichte. Ja. Oder so, ja, das ist auch eine gute Idee, ja. Weil wenn man es übersetzen möchte, ist es sowieso einfach, wenn man das auseinander hat. Ja, also weil mich ich hatte das bis jetzt noch nie gehört, dass die einzelnen Norweger-Mustern wirklich Geschichte haben, ne? Und ich finde Ja, ich das habe sie also unheimlich tatsächlich, interessant. ich habe sie auch tatsächlich noch nicht genau durchgelesen, weil ich das auch Muster für Muster eben dann machen möchte, ja, Okay. was die Bedeutung ist. Also das ist jetzt nicht, dass es ein ellenlangen Text ist, ne? Das ist Nein. so eher so Wikipedia-mäßig, nur halt natürlich in den Worten von Ingrid Wiens. Und ich freue mich da echt, dass wir, also ich sehe das so wie jetzt auch bei dem Michael Adolf. Adolf, einfach ganz toll, wenn Leute kommen und die Gruppe so auf ihre Art bereichern, ne? Das, ja, finde ich sehr wertvoll. Gut. Babsi, hast du die Hand von vorhin noch oben? Nein, Neu. Dann kommt nämlich zuerst die Carola. Ah, okay. Oh. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Ja, hallo. Ja. Veronika, ich wollte dir mal ein riesengroßes Kompliment aussprechen für dein Buch mit den Büchern. Es ist Dankeschön. wunderbar, wunderbar geschrieben. Wirklich faszinierend. Also ich habe da jetzt gerade dass die halbrunde Sache angefangen. Entschuldigung. Ich bin noch etwas geschwächt. Und die halbrunde Sache habe ich angefangen. Und es lässt sich wirklich wunderbar regeln. Carola, bist du frisch operiert? Ja, ich wurde am Freitag operiert. Okay. Und kannst schön sprechen. Ja. Bin auch schon wieder zu Hause. Ich sollte eigentlich erst gestern oder heute entlassen werden. Ich wurde ab früh schon entlassen aufgrund guter Befunde. Sehr schön. Dann lenkt dich Häkeln gerade ab. Ja, ganz, ganz toll. Ich darf da eh nichts machen. Ich habe eine Belastungsgrenze von maximal 5 Kilo und muss halt ganz viel schonen, ganz viel ausruhen. Und da ist Häkeln und Stricken die beste Medizin. Dann ist ja genau pünktlich das Buch rausgekommen. Punkt Landung. Dann weiter gute Besserung. Gell? Lieben Dank. Ja. Und danke fürs Kompliment, freut mich. Immer wieder gerne. Babsi? Also ich habe ja am Samstagabend noch den Call angefangen und dann habe ich mal Ringe gesucht bei mir im Fundo, also etwas normale Fingerringe. Da habe ich diesen gefunden aus Glas. Der geht tiptop. Also alles, was so spiralförmig ist, geht tiptop. Und da kann ich also jetzt Double Face häkeln wie ein Bündchen. Eins rechts, eins links. Das geht wie von selbst. Und dann habe ich noch diesen gefunden. Der hat wie Schlitze drin. Sie sind aber nicht durchgehend. Also ich kann hier unten beim Stern und oben beim Stern hier einen Faden laufen lassen
Und das geht auch wie Bündchen stricken, es wird total gleichmäßig, eins rechts, eins rechts, eins links. Also vielleicht mal schauen, ob ihr auch irgendeinen Ring habt, der vielleicht nicht geschlossen ist. Ich hatte auch einen goldenen, der war nicht geschlossen, dann konnte ich einen Faden unten einhängen und den anderen oben. Und da kann ich ganz normal stricken, wie sonst. Die Spannung kommt von selbst durch die drei Finger, die ich immer durchschlinge. Verstehe ich das jetzt richtig? Waren das Ringe einfach aus deinem Fundus oder waren das Ja. Ringe, die du für die Fadenspannung gekauft hast? Nein, nein, das ist ein Glasbläser, der mal da so Ringe gemacht hat. Die habe ich zwei. Da habe ich gedacht, ich versuch's mal. Es ging tiptop. Und das ist, ja, als ich noch arbeiten durfte, musste man sich ja kleiden. Da hatte ich auch so einen. Aus ihrem privaten Schmuckkästchen. Genau. Okay. Also vielleicht schaut ihr mal, ob ihr einen Ring habt, wo ihr nur, es reicht schon, wenn einer gehalten wird vom Ring und der andere oben durch kann. Oder vielleicht müsst ihr es anders machen, oben halten, unten durchrutschen. Aber das geht total easy seitdem. Okay. Verheddert sich nicht, kannst du einfach deine Runden ich wie habe ein den Bündchen jetzt hier mit stricken. dem. Was hast du für einen? Na, den Katzenkopf. Hier so ein Ja, das geht ja auch. Da kannst du unten einen ja. einschlingen und den anderen oben durch oder auch einschlingen. Ja. AliExpress. Eben, ich wollte gerade sagen, die gibt es, also ich weiß nicht, gibt es bei euch die Claire's Kette? So Nee, Modeschmuck. kenn ich nicht. Gibt es bei euch nicht, okay. Eben so, gibt es eine Modenschmuckkette, Ja, wo gibt es die Kinder bestimmt. einkaufen? Nein, das gibt es bei uns nicht. Bei Dann uns nehme ich gibt jetzt es ein Wollknäuel mit, gehe in so ein Modeschmuckgeschäft und sage, so, jetzt müssen wir mal gucken hier. Den will ich probieren, ob der Faden durchläuft. Ja, warum nicht? Das sollte ja gehen. Vielleicht ist in Bad Liebspringe ein Schmuckgeschäft und dann gehen wir da in der Mittagspause oder ihr, ich bleibe ja im Workshop, watscheln wir alle mal da so in Schmuckgeschäfte. Schmuckgeschäft rein und probieren es mal durch. Es muss Also ein das Kind so bringt eine mir einen Öffnung mit. haben zum Einhängen. Dann geht's. Haben Sie auch Ringe zum Faden einhängen? Ja. Ich probiere das heute Morgen in Bern. Ich gehe ins Klärs und frage so. Und Genau. erkläre am nächsten Dienstag, wie das gegangen ist. Aber das Gesicht vom Schmuckhändler würde ich schon gern sehen, wenn da 15 Frauen reinkommen, ne? Und dann haben sie, nö, und dann gehen sie alle wieder raus. Die haben ja Piercings und die berühmtesten Modeschmucks für Bauchnabel und Brüste, also die werden sicher wegen Wolle nicht komisch schauen. Ja, aber solange die Jungs mit den bequemen weißen Westen kommen, ist alles gut. Ja, nee, man muss nur mutig sein. Mutig und kompetent auftreten. Ob man kompetent ist, ist egal. Ich bin Ja. opulent, also das passt auch. In dem einen Buchstaben würde ich mich ja nicht verrückt machen. Dafür ist Christina, das du Leben zu schüttelst kurz, scheiß gerade drauf. ganz unverständlich den Kopf. Ja. Ärgerst du über dich selber? Was? Die Christina hat Ja. gerade, Ja. es sieht nach Ribbeln aus. Ich habe in Ja. der zweiten Reihe vergessen, die Luftmaschen zu machen für das Herz. Ja, beim Zoom-Meeting macht man auch nicht so weit schwer. Es ist ja eigentlich nicht schwer. Eigentlich. 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 Ja. Aber es ist erst das zweite Mal, dass ich es öffne. Also ich habe ja, ich habe in Also gut, meinem Dinge sind Tuch, frei. das habe ich ja jetzt weiter gehäkelt, da muss ich immer drei Doppelmaschen machen, ne? Doppelstäbchen? Also mit zwei Schlingen auf der. Doppelstäbchen. Wenn ich dann die Stäbchen. andere Reihe gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich bei manchem vier habe. Da Aber du muss ich bist doch gar nicht hin. entschuldigt, Mathe konntest du doch nicht, ne? Ja, genau, da war ich Kreide holen. Oder ich musste mal Tafel wischen, musste mal den Tafelschwamm nass machen.
Und was hast du dann gemacht, wenn du vier hattest? Hast du wieder aufgehört? Hast du gelassen. Hast du gelassen. Das fällt gar nicht auf in der ja, klar. In der Masse. Also da hat mein Monk gesagt, komm, kein Ding. Sowas fällt nicht auf, aber wenn halt eine Luftmaschenkette fehlt, das ist genau. Das kriegst du halt nicht hin, ne? Ja. Aber ist schon wieder off. Gut. Ist schon wieder aufgeribbelt. Das geht schnell. Geöffnet klingt viel harmonischer wie geribbelt. Geöffnet. Ja. Du tust eine Tüte oder eine Tasche öffnen, aber ein gehäkeltes oder ein gestricktes tust du nicht öffnen. In der Schweiz schon. Hat gesagt, sie hat schon zweimal geöffnet. Also wahrscheinlich deshalb habe ich mich verzählt, oder? Weil ich ja öffne. Ein bisschen man könnte auch sagen, Wolle sparen. Ich habe auch schon gerübbelt. Marion, was machst du da mit dieser Riesenwolle? Das sollte ein Kissen werden, eine Nackenrolle. Ach cool. Aber das hat mir nicht gefallen. Das wurde nachher zu eng und zu kompakt und mir taten nachher die Finger weh und hatte ich keine Lust mehr. Jetzt muss ich was anderes machen damit. Also es wird wieder eine Nackenrolle, aber ein anderes Muster. Aber die Wolle hast du selbst gesponnen, kann das sein? Nee, das ist die Home. Die Veronika. Wunder. Ups. Spinnen kann ich zwar, aber nicht mit Wolle. Aber Marion, hätte es da nicht gereicht, wenn du eine Nadelstärke größer genommen hättest, aufgrund des Feststrings? Ja, werde ich ja vielleicht mal testen, aber da war ich schon zu weit für, das hätte man ja dann gesehen. Wie wäre es denn mit einer Maschenprobe? Was habe ich nicht verstanden? Da kann man das nicht verstanden. Oder vielleicht, Marion, hätte es vielleicht nur den zweifarbigen Teil aufmachen müssen. Habe ich ja auch. Hier, das ist so. So weit habe ich noch. Ja, da kannst du doch dann mit größerer Nadel aufnehmen. Tue ich auch. Ach so, hast du sowieso. Ja, es hätte ja sein können, dass du ganz aufmachst und komplett neue Ideen hast. Nee, die fand ich ja gut. Also, das gefiel mir ja. Nur eben passte irgendwie nicht so zusammen. Das war irgendwie doof. Muss ja auch schön aussehen, wenn ich Fotos machen will. Genau. Ja. Extra für euch. Wenn du den Anfang vom Zoom-Meeting auf YouTube schaust, da zeigt die Marion, was sie jetzt nicht mehr hat. Und ich habe mit der Rückseite angefangen zu zeigen. Ne? Die war nämlich auch ganz toll. Ja. Ich fand die Vorderseite richtig schick. Bitte? Ich fand die Rückseite schöner wie die Vorderseite. Ja, ich auch. Und Rini, ich habe mich ausgezogen für die Rückseite. Stimmt. Das wollte ich nur noch mal so am Rande bemerken. Ja. Ihr habt mir letzte Woche erst eine Krankheit verpasst. Durch die Schlüppis. Ja, so eine Schlüppis trage ich nicht. Oh, Erotikwäsche. Und jetzt kommt hier noch das Ausziehen on top. Also ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Aber letzte Woche ging es um wärmende Unterwäsche. Also irgendwas hast du da falsch verstanden. Ja, genau. Ja. Die Unterwäsche sollte gegen Krankheiten helfen, gegen Nierenbeckenentzündung. Genau. Also gehen wir davon aus, René hat noch keine gestrickte Unterwäsche. Ja. Gut kombiniert, Sherlock. Irgendeiner hat gesagt, hier der Kümer-Tutorial hat so gestrickte Hosen, kurze Hosen. Ja. Ich hab mir die Videos angeguckt. Ich finde das genial, weil ich werde für meinen Mann definitiv eine stricken. Oder häkeln, wie auch immer. Frau den anguckt, ne? Was? Du willst nur, dass keine andere Frau den anguckt. Nee, ich bin ja auch, mein Mann arbeitet ja auf dem Bau. Ja. Im Winter. Ja. Ja. Er trägt ja eh im Winter mal diese Liebestöter, weißt du, diese langen Unterhosen. Ja. Veronika hat Bilder im Kopf. Man hört die Bilder. Veronika hat meinen Mann auch nie gesehen. Ein Hübscher. Mhm. Also der Kümer hat die Hosen gehäkelt.
Gehäkelt. Naja, dann häkel ich. Dann häkel ich ihm definitiv Ich eine. danke auch allen für die Bilder von den Schlüpper, die ihr mir diese Woche geschickt habt. Also, als Granny, Granny Schlüpper, Marion, das warst du, gell? Ja. Ja. Von allen Seiten kamen die Schlüpper. Aber Veronika, überleg dir mal, Urinella hast du schon kennengelernt Ich kriege jetzt. immer im Nachgang ans Zoom-Meeting bekomme ich dann immer die Bilder. Ja, gerade wenn ich es wieder verdrängt habe. Ja, ein paar. Das habe ich ja auch nie verstanden, eure Urinella-Geschichte. War doch Bitte? lustig, oder? Ja, die habe ich habe die einfach nicht verstanden, diese. Ja, Entschuldigung. Also ich stelle, ihr habt ja von so einem, ja, Plastikobjekt gesprochen. Hilfsmittel? Also ich würde Bitte? sagen, René, wenn du mal, wenn wir hier fertig sind, gehst du bei Goggle und gibst mal ein Urinella. Naja. Oder ich kann dir das auf dem Schiff erklären. Oh je. Oje. Oje, oje, Oh Jesus. oje. Oh Mann, ich will mit. Ich möchte Mäuschen spielen. Also wie es angefangen hat mit den Urinella, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Müsste ich mir das Video angucken. Es ging auf irgendwas mit Klobrille runterklappen und im Stehen und so pullern und so. Hinhocken im Wald. Ja, Nein, genau. genau. Es ging darum, dass ihr das im Auto verwendet. Und da, Was? ja, Wir verwenden das im Auto? ja, im Kann man Auto, auch im Auto verwenden, ja? während der Auto, Ach ja. dann hieß es Okay. ja, da ist ein Schlauch. Und da hab ich mir nur vorgestellt, dass der Schlauch aus dem Fenster geht und dann. Aus der Tür. Auf jeden Fall, wenn man nach Urinella googelt, sind die Algorithmen so eingestellt, dass man dann wochenlang nur Schweinkram angeboten bekommt. Ja, auf Ja, jeden Fall. Vorwarnung. Oh Das ist so. Ach. Gut. Aber apropos mal davon abgesehen, ne? Angora-Unterwäsche trägt ja quasi auch jeder, fast jeder im Winter, ne? Also warum dann nicht so ein selbst gehäkelter Schlüppi, ne? Ich trage keine Angora-Unterwäsche, auch im Winter nicht. Ja, Ich auch ich brauche nicht. das auch nicht. Ich habe Ja, genug du hier wohnst ja auch mir. in Berlin. Also das ist ja nicht so hoch. Also wir haben gerne mal minus 20 bis minus Ja. 32 Grad. Also Aber da würdest du auch anziehen. Ja. Ich freue mich auf Also. die Anleitung von Lena mit dieser Unterhose, die bis oben geht. Damit die Niere nicht immer so kalt ist, weil ich kaufe mir immer Thermokerbänder und die sind teuer. Oder du machst dir selbst einen Haramaki. Trag nicht mal ein Hemd im Winter. Ja. Das ist im Grunde genommen ein Loop, nur dass der länger als normal gestrickt wird und eben direkt auf Höhe der Nieren und je nachdem, wie hoch oder niedrig du das haben willst, von der Länge her gestrickt wird. Ah, du Ist ja meinst, auch ich könnte ein. ein Double Face Call machen? Du kannst das Oder? als Double Face machen, du kannst auch einfache Sockenwolle nehmen und doppelt nehmen. So, da wo du eben dann genau sitzen haben willst, wärmt dann entsprechend auch. Kannst dir das aber auch in Double Face machen. Ja. Du kannst dich ja quasi rantasten, ne? Ein ganz normaler Haramaki. Haramaki. Hatte man ja auch schon in der Maschenwelt drin. Ja. Ah ja, stimmt. Ich habe das bei von Kiko Strick Genau, Podcast. macht es auch, ja. Ja, sie hat das mal ziemlich ausführlich erklärt, weil es die Bücher dazu nicht mehr gibt. Dass es eingestellt wird und wird auch vorerst nicht neu aufgelegt. Keine Chance. Und sie hatte das gut erklärt. Und entweder strickst du dir aus einfacher Wolle oder du machst dir was aus Double Face. Je nach Temperatur kannst dich ja da rantasten. Das hat natürlich den Vorteil, dass du den ja nur um die Nieren trägst, ne? Und Ja gut, man kann ihn ja auch etwas länger machen. Also solange das eben möglich ist, Ja.
Also man kann es auch höher tragen, je nachdem. Genau. Also ist einiges möglich mit diesem Teil. Mhm. Und wie heißt die? Wer hat das erklärt? Wie heißt die? Da musst du mal auf Tikos Strickpodcast gucken, hier auf YouTube. Wie heißt die? Kiko? Kiko, ja. Kiko. K-I-K-O. Ah, Kiko. Und die hat in mehreren Postcards erklärt, wie sie den macht, hat auch mehrere gezeigt, wie viele sie hat auch, glaube ich, mal so eine Art Call gemacht, das lief über mehrere Wochen, konnte jeder machen, wie er wollte. Die hat das zum Beispiel mit doppelter Sockenwolle gemacht, wo auch verschiedene Muster dadurch entstanden sind. Also ist schon einiges möglich. Und wie gesagt, die Länge, die kannst du so lang machen, wie du willst. Je nachdem, ich sag mal, ab dem Becken, wo es nicht mehr weiter runter geht, da ansetzen und nach oben kannst du stricken, so lang wie du willst. Die Marion hat euch gerade einen Link zur Homepage geschickt. Da haben wir mal 4 Haramakis für die Maschenwelt. Babsi, ich habe hier das Buch. Und kurz erklärt. Genau, und das gibt es nicht mehr. Das ist jetzt hier für die Nieren, um den Bauch. Und das kann man dann hier als Loop. Ja. Oder wenn man als das. Mütze. Das ist ja als Mütze zum Beispiel. Mhm. Genau, hier auch. Oder so. What eben. The hell? Das, ja, ist ja genial. Das sind sehr viele Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb fand ich das ja so genial. Und ich wollte genau dieses Buch haben, aber gibt es nicht mehr. Genau. Also ich habe dieses Buch noch auf Medimops bekommen. Medimops, da muss ich auch mal. Wie heißt das? Da kann man sich vormerken lassen und wird dann benachrichtigt, wenn es wieder verfügbar ist. Das ist super, danke. Bitte. Sagst du das nochmal, bitte? Jetzt habe ich einen falschen Schreiben. Auf Booklooker findet man manchmal auch noch so alte Schätze. Booklooker? Ja. Und wie hat das andere geheißen? Medimops. Medimops. Also wie Media und nachher Mops wie der Hund. Genau. Ja, genau. Ja. Danke. Also auf Booklooker gibt es im Moment aktuell für ein Schnäppchen 85 Euro. Wie heißt das Buch? Das Buch? Ich teile gerade mal kurz den Bildschirm, dann könnt ihr gucken. Booklooker. Also Booklooker. Okay. Und da gibt es diese 3 Exemplare, aber natürlich übertrieben teuer. Ja, eben, wollte gerade fragen, ist das normal, dass das Buch so teuer ist? Das ist Wahnsinn. Nein, ja, sehr begehrt. Zu der Zeit hat es 15 Euro gekostet. Boah. Was ich da. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. 14 Euro. Umso weniger man so kriegt, umso teurer wird es, wie im normalen Leben auch. Ich habe gerade den Preis. Großen A geguckt, da kostet es 97,30. Ja. Boah! Aber auf Medimops, also ich habe das Buch so um die 10 Euro. Und da habe ich gerade geguckt, da gibt es das nicht mehr. Nee, habe ich auch gerade geguckt. eBay 100 Franken 55. Aber wenn ihr, also in welcher Maschenwelt war es denn drin? Ich habe jetzt gar nicht drauf geschaut. Marion, hast du es gesehen? Ich gucke. Also wir hatten in der Maschenwelt mal 4. Silvia, du hast sie doch gemacht. 4. Ja, ich weiß aber auch nicht, in welcher Maschenwelt, müsste ich jetzt auch gucken. Die Haramakis drin. Das wie ist die eben, was man mit denen alles anstellen kann. Was, 401? 24,1. Was, 24,1? Ja, die Maschenwelt. Wenn ihr auf den Link klickt, den ich hier geteilt habe, da ist ja die Einzelanleitung drin.
Also welches Heft war das? Weißt Maschenwelt 24.1, also von diesem ja. Jahr, die erste. Hä? Echt jetzt? Ja, ich muss mal gucken, weil ich habe sie ja stimmt, hier. Da ist auch ganz kurz beschrieben, wie man es als Mütze tragen kann. Sie, seht ihr das? Mit der da ganz kurz beschrieben. Ja. Hier, dass man die so, also als Mütze, wir haben eine kleinere gemacht und größere. Die kleinen kann man so zusammendrehen, entweder als Loop oder dann als Mütze tragen. Und da kann man sich auch entscheiden, welche man außen, welche man innen trägt. Das haben wir hier auch beschrieben. Und dann eben der, der wirklich als Nierenwärmer gemacht ist. Ja. Genau. Das Titelbild vorne, da brauchst du nicht so viel zu suchen, da findest du es schneller. Blendet, gell? Seht ihr das? Nee, sprich mal. Nur seh, ach so, seht ihr, es hat geblendet. Die ist ah ja, gut, cool. Alles klar. Ah ja, okay. Ja. Mal vielleicht gucken. Ja. Die hatten wir. War noch Bobsi. Weg? Ist Bobsi noch 24, da? 24.01. Ja, hier. Schau mal. Ja, und das ist eigentlich auch einer, den, aber der wurde nur als Loop fotografiert, aber das ist auch immer okay. Ich teile gerade mal nochmal den Bildschirm, dann kann ich euch die Bilder dazu zeigen. Was kannst du zu mir sagen? Bei Exlibris oder Aurel Füßli kann man das Buch vielleicht noch bekommen. Okay. Ich habe jetzt mal bei Google geschaut. Also es ging vor kurzer Zeit für 4 Franken bei Ricardo weg. Okay. Oder Füßli oder Exlibris, okay. Seht ihr den Bildschirm? Seht ihr ja. Ja. Das sind auch diese japanischen Handschuhe mit dabei. Der Haramaki kommt ja aus Japan. Die Autorin, die Martina Umaruma, ist ja aus Deutschland und wohnt eben in Japan. Und das sind eben die verschiedenen Tragevarianten. Und immer mit Handschuhen dabei. Ich kann euch ja die Zeitschrift unten verlinken, zum Downloaden. Das ist ja das, was Babsi gemeint hat, jetzt die letzten Fotos, ja. Ja. So, das war's. Ja. Und wie aber im Grunde genommen ist das ja auch nichts anderes als diese Schlauch, ja, genau. Die man hier. Ja. Genau. Ja, die sind halt ein bisschen länger, damit man sie verdrehen kann und doppelt tragen kann. Ja, ist ja hier auch. Das kann man ja. Das ist jetzt einfach nur so gestrickt, also gekauftes Dingens, was man in Outdoor-Shops bekommt. Und ich habe, glaube ich, für meinen Halsloop habe ich 160 Maschen angeschlagen und einfach nur in Runden glatt hochgestrickt. Bis ich das jetzt so lang hatte ungefähr, die Länge. Aber das kann man ja dann so machen, wie man es halt mag. Das ist aus Sockenwolle, habe ich das gemacht. Ja. Ja, die Haramakis im Großteil auch aus Sockenwolle gemacht. Ja, das bietet sich an. Ich hatte da auch, die sind alle aus der Yearsocks gemacht. Ja. Babsi! Hier! Ich habe jetzt gerade mal geguckt bei Opalwolle. Wenn du eingibst Opal Relief Harakami Boshi, da kannst du dir auch eine PDF runterladen. Sofort und gleich. Ohne. Also nochmal. Opal. Relief, Haramaki, ja oder so rum. Bindestrich Boschi. Botti. Boschi, B-O-S-H-I. Ah, okay, ja. Wenn du da draufklickst, kriegst du gleich eine PDF. Kannst du dir gleich runterladen. Vom Buch denn, oder wie? Nee, das ist eine stinknormale kurze Anleitung. Ist eine Einzelanleitung, eine kurze Anleitung. Ja, genau. Wenn du sofort loslegen willst. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das nur für eine Mütze? Nee, das ist auch alle. Dargestellt, okay. Als Haramaki. Mein Gott. Was für ein Zungenbrecher. Opalref Haramaki Boshi. Genau. Ah ja, sie ist ja auch von hier. Und da ist aber eigentlich die Mütze drin, sehe ich das richtig? Eine Mütze und ein Stückchen rund. Wenn du runterscrollst, siehst du dann das als Nierenwärmer.
Ach, das ist dasselbe. Genau, ja, die sicher. Als Mütze und als. Das kann auch so und so. Eine an. Herstellungsart, aber 6 Verwendungsmöglichkeiten. Genau. Gut, also Hausaufgabe für nächste Woche: Alle stricken sich in Haramaki als Schlüpferersatz. Und dann müssen wir noch Fotomodell stehen, oder was? Nein. Nur wer möchte, kein Muss. Den ziehen wir uns dann über den Kopf, damit wir nicht zu sehen sind. Genau, genau. Gut, also dann geht ja im Prinzip nächste Woche geht dann der Norweger los, ne? Ich habe da mal noch eine Frage dazu. Und zwar die Bilder von dem, beziehungsweise die Strickschrift für den zweiten, wo jetzt zum Beispiel die Vögel dabei sind. Ja. Wann kommen die? Weil die kommen sind ja dann ab dem zweiten kann man die dann downloaden im gleichen Ordner, wie ihr die jetzt die Anleitung, wenn ihr ja heute die Anleitung kauft, ja, findet ihr erstmal nur den Loop. Genau. Die werden quasi immer nachgefüttert, diese Anleitungen. Weil ich wollte die ein bisschen mixen. Ich wollte die ein bisschen anders haben. Ja, da musst du warten, bis fertig ist. Ja, deshalb wollte ich ja wissen, wann die Bilder von dem zweiten kommen. Die kommen dann eine Woche später. Ja? Reihe für Reihe. Wenn ihr die Vögel woanders hinmacht, passt einfach auf, dass die euch nicht auf dem Kopf stehen. Ne? Ja, wenn ihr die am Regal oberrum habt, kann es halt sein, wenn sie gerade schlecht platziert sind, dass sie eben auf dem Kopf stehen. Das wäre schade. Mir gefällt das unterste zum Beispiel nicht, was da mit den Kugeln oder was das auch immer darstellen soll. Ich hatte das als unter den Vögeln. Bären sind das? Das Bären? Ja, aber irgendwie gefällt mir nicht so richtig. Da würde ich gern das eine längliche von dem anderen Loop nehmen. Also der Schal wird 2 Meter. Ja, den hellen. Man kann sie auch einfach weglassen, ne? Wie man möchte. Ja. Aber da kann ja jeder, wie er will. Oder eben vom Loop was dazu nehmen. Genau. Alles klar. Dann sehen wir uns am 22. Trefft die richtigen Entscheidungen und macht, was sich das Leben machen lässt. Augenblick noch. Allen Dingen. Tschüss. 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 Zweiten. Wir denken an dich. Ja. Ja, danke. Tschüss.